Simplicissimus hat ein sehr gutes Video über Shell gemacht, beziehungsweise deren dreisten Lügen dann halt so. Shell, ein Ölkonzern, und der sagt zum Beispiel jetzt, pass auf, du kannst bei uns tanken, also Benzin tanken, und dann zahlst du ein bisschen mehr, nur ein klein bisschen mehr, und dafür tankst du klimaneutral. Klimaneutral tanken, was soll das sein? Wenn du fährst mit dem Benzin, dann verbrauchst du natürlich Benzin und erzeugst CO2. Das ist ja klar. Aber die sagen halt, dieses CO2 wird ausgeglichen. Das heißt, das, was du durch das Verbrennen an CO2 produzierst, das wird an anderer Stelle eingespart und dadurch wird eigentlich kein CO2 freigesetzt. Das ist totaler Schwachsinn. Und das haben sie jetzt hier in dem Video, was 30 Minuten oder 28 Minuten geht, erklärt dann halt. Also ein sehr gutes Video, kann ich dir nur empfehlen. Und wenn du das Ganze vertiefen willst, schau mal da rein. Aber ich werde jetzt mal kurz ein bisschen erklären, worum es in dem Video wirklich geht, beziehungsweise den Sachverhalt. Und da habe ich mir überlegt, was kann man machen, dass man diesen Sachverhalt, der über CO2 und CO2-Handel und sowas dann da so gemacht wurde, damit man den vielleicht ein bisschen besser versteht. Und da dachte ich, machen wir mal ein Gleichnis oder ein Beispiel. Ja? Nur mal angenommen, wir würden jetzt hier anstelle von CO2 sagen, das wäre Kinderarbeit. Ja? So. Nehmen wir mal an, es gäbe einen Konzern in Deutschland, der könnte ohne Kinderarbeit nicht leben. Also das, was er macht, dazu braucht man halt Kinderarbeit. Jetzt ist es aber so, dass Kinderarbeit nicht so ein guter Marketing-Effekt hat. Also wenn du sagst, wir machen da irgendwie unsere Produkte mit Kinderarbeit, dann werden die nicht so gerne gekauft. Deswegen hat sich dieser Konzern überlegt, Moment mal, wir können ja sagen, wir sind Kinderarbeit neutral. Das heißt, unsere Produkte werden zwar hergestellt, aber in Wirklichkeit arbeiten ja keine Kinder für uns. Also natürlich, deren Produktionsgeschäft ist es so, dass sie immer Kinderarbeit benutzen müssen, aber die sagen, in Wirklichkeit arbeitet kein Kind für uns. Denn es gibt eine Organisation, die setzt sich gegen Kinderarbeit ein, ja? Dann nehmen wir mal hier diese Organisation, die sich gegen Kinderarbeit einsetzt. Und jetzt sagt dieser Konzern, der Kinderarbeit benutzt, wir finanzieren oder wir geben den Konzern, der sich gegen Kinderarbeit einsetzt, Geld, damit er arbeiten kann, gegen Kinderarbeit etwas zu tun. Okay. Und dann sagt der Konzern, hier, wir sind jetzt in ein Land und wir verhindern, dass noch mehr Kinderarbeit dazukommt. Die sagen jetzt nicht, wir sind in ein Land und wir führen dazu bei, dass es weniger Kinderarbeit in diesem Land gibt, sondern die sagen, wir sind in diesem Land und wir tun alles dafür, dass nicht noch mehr Kinderarbeit dazukommt. Das heißt, es wird jetzt nicht Kinderarbeit abgebaut, sondern nur verhindert, dass in Zukunft nicht noch weitere Kinderarbeit dazukommt. Und dieses Verhindern an zukünftiger Kinderarbeit verkaufen diese Organisation jetzt dieser Firma, die Kinderarbeit benutzt. Und damit gleichen die dann halt die Kinderarbeit dieser Organisation aus, indem verhindert wird, dass noch mehr Kinderarbeit an anderer Stelle dazukommt. Und würdest du jetzt sagen, dass dieser Konzern jetzt hier Kinderarbeit neutral ist, also dass da eigentlich keine Kinderarbeit ist? Natürlich nicht. Und genau das macht Shell jetzt nicht mit Kinderarbeit, sondern mit CO2. Und das ist etwas, was jetzt hier Simplicissimus in ihrem Video erklärt. Also schau dir das Video von Simplicissimus an und ich finde es gut. Übrigens, der Sponsor in diesem Video ist hier Bürgerwerke. Ich habe mal hier geguckt, Bürgerwerke, die haben auch hier irgendwie verlinkt. Das ist ein Ökostromanbieter,
beziehungsweise irgendwie so eine Genossenschaft, die aus mehreren dezentralen Anbietern dann da so sich zusammengeschlossen hat. Und von Bürger für Bürger machen die das Ganze. Also ist eigentlich ein guter Partner, kann ich euch nur empfehlen. Ich glaube, guckt euch das Video von Simplicissimus an. Da bekommt ihr auch noch irgendwie, wenn ihr da euch anmeldet, irgendwie einen Rabatt dann halt irgendwie sowas. Also die haben da, glaube ich, irgendwo einen Rabattcode. Ich glaube, auch hier über den Link kann man dann halt da irgendwie Rabatt bekommen. Also macht das einfach mal und ja. Ich hoffe auch, dass durch Simplicissimus wirklich viel, viel mehr Leute Ökostrom benutzen, wirklichen Ökostrom. Ich hatte ja hier schon mal ein Video gemacht zu Fake-Ökostrom. Da waren übrigens die Bürgerwerke nicht drin, die kannte ich damals noch gar nicht. Wo habe ich denn jetzt hier? Achso, hier ist meine Beschreibung. Habe ich jetzt reingepackt, weil die kannte ich nicht. Und als Ökostromanbieter habe ich die jetzt mit reingepackt, als Verlinkung. Ich benutze ja eigentlich eher Lichtblick, auch ein Ökostromanbieter, könnte auch hingehen. Also ich finde beide vergleichbar. Auch Lichtblick macht es so, dass die das Geld, was sie erwirtschaften, wieder reinstecken in erneuerbare Energien. Also, ja. Aber wie gesagt, hier das Video von Simplicissimus. Guckt euch das an. Guckt euch das an, auch die ganzen 30 Minuten, was sie hier so erklären. Und ja, also ihr werdet verarscht von den Ölkonzernen und sonst irgendwie was dann halt, ne? Ja. Das wollte ich euch nur sagen. Ich wünsche euch noch Gottes Segen und wir sehen uns dann oder hören uns dann in einem weiteren Video.